Bei der Unfallstelle von Jörg Haider ist Vandalismus zu beklagen. Sind Sie darüber informiert? Ich bin darüber informiert und ich bin angesichts dieser Tatsache erschrocken und auch betroffen, weil mir das Gedenken an Jörg Haider sehr wichtig ist. Es ist bei mir ein lebenslanges Gedenken, weil er ein Freund war, weil er ein Mentor war. Daher geht mir diese Schändung seiner Gedenkstätte umso näher. Ich verstehe es nicht. Ich blicke mit Unverständnis und Trauer auf einen solchen Vorgang. Aber es ist der Sukkus einer vergifteten politischen Debatte, die wir Stück für Stück auch in Österreich erleben, wo wir einen politischen Mitbewerber nicht mehr einen politischen Mitbewerber, sondern einen Feind sehen, den es zu vernichten gilt. Und sich hier besonders primitive, besonders gewaltbereite und aggressive Individuen hervortun und beispielsweise auch die Gedenkstätte eines Verstorbenen schänden, der Zeit seines Lebens eigentlich das Gute für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger wollte. Man kann über die politischen Standpunkte in der Historie leidenschaftlich diskutieren, über das Gute und das Schlechte, das die Ära Jörg Haider gebracht hat. Aber keine einzige Aktion und keine einzige politische Maßnahme und keine einzige politische Äußerung Jörg Haiders in all seinen 35 Jahren in der Spitzenpolitik rechtfertigt ist, dass man seine Gedenkstätte schändet. Und ich habe für diese Täter tatsächlich, und das ist dann wieder Aktion, Reaktion, nur Verachtung über. Wäre Jörg Haider denn mit der heutigen politischen Situation, in der sich die FPÖ befindet, zufrieden? Was glauben Sie, wie schätzen Sie ihn ein? Sie kennen ihn sehr persönlich, Sie kennen auch seine politischen Zugänge. Was denken Sie, würde er zur aktuellen politischen Situation sagen? Eti vari teti, will ich einmal vorraten stellen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber ich glaube, Jörg Haider wäre weit über 70 mittlerweile, einige Jahre über 70. Er hatte unlängst seinen Geburtstag, wäre nach wie vor in der Politik, würde nach wie vor aufmischen und wäre vielleicht seit 8 Jahren österreichischer Bundeskanzler, so wie er, obwohl es ihm niemand zugetraut hat, mit 45% Kärntner Landeshauptmann war und seine Partei zu einer tatsächlichen Volkspartei aufgestellt hat. Mir ist in den letzten Tagen ein Buch wieder einmal in die Hände gefallen von Jörg Haider, das er mir geschenkt hat und gewidmet hat, Befreite Zukunft jenseits von links und rechts. Ich habe das Buch wieder einmal hergenommen. Und seine Worte, auch was diese Polarisierung zwischen rechts und links und diese Verschiebung des Meinungskorridors, das alles, was in der breiten, normalen Mitte war, plötzlich rechts und rechtsextrem war, seine Worte haben mich beeindruckt, weil er eigentlich vor 20, 25 Jahren das vorhergesehen hat, dieses Dilemma vorhergesehen hat und diese Situation, in der wir heute leben, in einer absoluten Polarisierung, wo sich die politischen Standpunkte immer mehr auseinander bewegen und an den Bürger in der Mitte nur mehr gerissen und gezerrt wird. Jeder versucht, ihn für sein Lager zu vereinnahmen. Und auf der anderen Seite erleben wir aber hinter diesen Kulissen dieses Schauspiels, dieser Inszenierung eine Rezession, eine Inflation, einen Raub unseres Wohlstandes, einen Raub unserer Freiheit, eine Scheindemokratie. Ja, ich glaube, Jörg Haider hätte an Tagen wie diesen sehr laut sein Wort erhoben und er war bekannt dafür, sich schützend vor jene zu stellen, die sonst keinen politischen Schutz hatten.